Wir berichten gleich noch über die ersten Ballroben für den Wiener Opernball und haben Organisatorin Maria Großbauer bei uns zu Gast. Zunächst aber noch die Meldungen des Tages. Gestern Mitternacht ist die Frist der UNESCO bezüglich des geplanten Heumarktprojekts abgelaufen. Bis dahin hatte die Regierung Zeit, um Stellung zu beziehen, was man noch getan hat. Kulturminister Blümel und Vizekanzler Strache kritisierten den von der Wiener Stadtregierung geplanten Bau und verkündeten, sich um den Erhalt des Wiener Welterbestatus bemühen zu wollen. Die Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vasilako betonte hingegen, dass man bereits einen Dialogprozess mit der UNESCO gestartet habe. Im Prozess um den Selbstmord von Jim Carreys Freundin Catriona White gibt es eine überraschende Wendung. Der Schauspieler muss sich nun doch nicht vor Gericht verantworten. Carrey wurde beschuldigt, seine Freundin mit Geschlechtskrankheiten angesteckt und ihr verschreibungspflichtige Medikamente besorgt zu haben. Nun konnten Carreys Anwälte allerdings beweisen, dass White Arztdokumente aus dem Jahr 2011 gefälscht hat, die nachweisen sollten, dass sie keine Geschlechtskrankheiten hatte, bevor sie Carrey kennenlernte. From Sea to Dawn lautet der Titel einer Ausstellung, die nun in der Galerie Krinzinger eröffnet worden ist. Dabei handelt es sich um ein fortlaufendes Gemeinschaftsprojekt von drei Künstlern aus Dubai. Ausgehend von Medienberichten wollen die Künstler die Besucher dazu ermutigen, sich mit dem Thema Migration auseinanderzusetzen. Die Ausstellung ist noch bis 10. März in der Galerie Krinzinger in Wien zu sehen. Das Salzburger Duo Ariela, bestehend aus den Musikerinnen Janina Ibel und Sigrid Hagen, hat in Spanien zwei Konzerte gespielt. Eines in Madrid und eines in der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika. Das Programm mit dem Titel Jewish Women Composers bestand aus einer Auswahl von in Vergessenheit geratener Musik jüdischer Komponistinnen. Organisiert wurden die Konzerte vom österreichischen Kulturforum Madrid. Es ist einer jener Filme, bei denen man nicht unbedingt mit einer Fortsetzung rechnet. Nun wurde allerdings bekannt, dass Schauspieler und Regisseur Mel Gibson einen zweiten Teil seines kontroversen Films Die Passion Christi plant. Als Jesus soll demnach wieder Jim Caviezel zu sehen sein, der in einem Interview die Fortsetzung als größten Film der Geschichte ankündigte. Der Arbeitstitel sollte Resurrection, also die Auferstehung, lauten.